Okay, waren alle? Ja. Ja. Dann drei. Moment, hat jemand nö gesagt? Ja, warum hat nö Nö. gesagt? Ich hab nicht nö gesagt. Ich hab jö gesagt. Ach so. Na, hier los in 3, 2, 1. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sons of the Forest mit all unserem Team. Hey, ich töte euch alle mit einer Hallo. Granate. Es gibt jetzt endlich ein Hallo. neues, geiles Update, wo man die Sachen auf Tasten legen kann. Wie mache ich das denn? Im Menü 1, 2, einfach 3. drüber hovern und die und Taste drücken. Dann, genau. 3, Boah, 4. Alter, ich kann krass. einhändig die Armbrust Heftig. bedienen. Wie awesome ist das denn? Das ist ja mega. Und Shotgun und so auch. Ja, okay, gut. Was will ich denn haben? Ich will eigentlich nur Molly, Axt. Ich habe alles. Axt. Molly, Molly ist eine gute Sache. Also dann ja. die Signalfackeln. Die Heilung. Reicht mir. Was, wo gehen wir jetzt hin, hast du gesagt, ja, Peter? Wir haben einen Punkt, der ist am Blinken, da ist noch kein Häuschen neben. Das okay. ist die, genau die Richtung, die Bram gerade läuft. Das ist Rennen. Ein Stück. Da, das ist echt ein langes Stück. Ja, oh, wir ich müssen töte uns nicht. ein bisschen beeilen, weil wir haben schon 5:30 wird's yes. dunkel. Ach, die ja, Scheiße. Dann richtig. Finden wir irgendwie dazwischen, haben wir doch irgendwie auch ein paar Häuschen. Sepp, was soll dieses was Geräusch? Ja, oder rennen wir durch? Ich hab gerade eine Taube gegessen. Wem nee, gehört Möwe. Denn das Häuschen hier? Zack. Kann ich kaputt machen. Ja, belassen. Ist auch kein aber Haus. Ich weiß nicht, durchrennen funktioniert glaube ich nicht, weil für manche Leute ist das ja wirklich komplett Blackscreen. Dann machen wir doch weiß einfach kurz ein Safe hey, gleich, wenn es dunkel schlafen. Ist. Das ist auch gar kein Thema. Das kostet ja nichts. Also ich glaube, wir haben eine Plane ah. und zwei Stöcke noch übrig. Ja, ja, kurz okay. was trinken. Ja, aber auch. Aber wir brauchen noch die Flasche, ne? Warte mal. Ja, du bist doch dabei. LOL! Ich werde nach unten gespült. Tschüss. Während des Trinkens. Holy shit. Tschö, Jay. Was war das denn? Sogar. Ja, ich wurde nicht? einfach nach unten gespült. Dangerous. Das ist ja gar nicht so viel Durst. It's dangerous. So Aber Jay, du bist ja so ein Fliegengewicht hier. War also. Oh, ja, nicht echt ein ganz schönes Stück. Aber wir sind doch alle gleich. Von echter Wald ganz schönes Stück. Peter, wir haben doch gleich die Hälfte. Was? Wir sind gleich schon da. Wie hey, geht das ja des Wandern ist es Müllers Lust des Wandern dann ist es Müllers Lust. Vielleicht schließen die sich uns an. LOL. Aber wir wandern. Die können hier nicht rechts vor links, die Leute. Ja. Ist gerade ja. einfach durch mein Bild von links nach rechts gehuscht und das hat nicht die Vorfahrt Pinguin, geachtet. Da ist halt auch kein dann würde ich sagen. Pech. Ja, der kann uns Zack. Oh, Mist. Oh shit. Alter, der hat mich fast getötet. Ich finde diesen Uhrzeit-Hustle in diesem Spiel echt stressig immer. Das ist wie im echten Leben, ne? Da ja, geht mir auch immer die Zeit weg. Das nervt ja, das ist richtig, hey, aber in hey. Echt würde nicht. Brauchst du hey. Hilfe, Sepp, oder was? Hey! Ja, das ist ja super, wenn ihr die alle hier so gepullt habt auf meinem Weg. Ja. Ich keine Ausdauer und kein Leben mehr habe. Ja, und ihr weiter rennt. Schade. Das ist ja. gut. Ich hab so ein. Also eine hey, du bist ja voll weit weg! Ah! Ja. Ja, Sepp, du machst das schon. Rechtsklick verteidigen. Ich komme um dich also zu retten. Was ist der da? Ja, renn doch einmal weiter. Schieß ihn einfach weg. Ja, tue ich die ganze Pistolen. Zeit, aber meine Ausdauer ist halt du hast, echt... Du hast Pistole, Shotgun, Armbrust. Christian hinter dir. Ah, nee, das da, ist Kelvin. Ich wollte ich hab's wieder nicht angezündet. Sebastian oh Lenz. Das war nicht ja. so smart. Ich einmal weiter rennen jetzt. Eben Viagra reinballern. Ja. LOL, da kommt er angesprungen. Okay, wir haben 17 Uhr. Boah, den Headshot kassiert. Ja, Christian, ich folge dir einfach. Hinter dir, Bram! Ich hab mehr Angst vor der Dunkelheit als vor den komischen Aua, Leuten. Er hat mich getötet. Ja. Ich hab mich doch gerade erst geheilt. Oh, ich hab noch nicht nachgedacht. Hast du keine Rüstung drauf? Ja, Echt? Nee. Friendly Fire und so, Jay. Ah, doch, ich hab Vollrüstung. Aua. Kennst du doch das Thema. Die huschen dir so sehr! Die huschen? Oh, Peter. Die huschen? Was war denn nochmal die huschen? Ja, die Axt ist es immer noch. Waren denn nochmal die Alter. Huschen, Alter? Ich kenne doch kenn die. Ist das da die Kleine mit der großen Gusche, die da ist? Nein, Was waren denn denn nochmal? Huschen? Da, ich hab ihn erwischt! Irgendwo weiß ich noch. Irgendwas waren die Huschen. Ich weiß noch nicht mal, was die Huschen waren. Nein, das waren die Hunden. Nein, nein. Die Huschen, die bei Skinner gab, während die mit der großen Gusche steht. Sepp, jetzt komm auch! Ja, ich muss hier kämpfen! Nein! Wieso musst du nicht kämpfen? Ja, weil hier hinter mir noch einer ist. Ah, aber die sind eigentlich langsamer als du. Ja, aber nicht, wenn du keine Ausdauer mehr hast und kein ist Leben. Ist immer noch keine Ausdauer. Nimm doch einen Energy Drink. Wann denn, Peter? Ich bin gerade down gegangen. Entschuldigung, ich dachte, du hättest davor einen Energy Drink. Also, ich heile Nee, ich hab mir erstmal Leben reingepfiffen, dann bin ich down gegangen. Alter, ich blute einfach überall. Ich rette dich jetzt hier. Was? Kurz? Energy Drink. Die anderen können ja schon mal kurz scouten. Ja, Christian und ich scouten. Ich lauf Christian einfach nur hinterher. Ich hab mir gerade schon mal. Okay, danke schön. Peter, siehst du aus wie ein Alien, aber.
Ja, das ist okay. Ja egal. Ich will nur nicht in der Dunkelheit laufen. Das war mein Ding, aber das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Ja, gut, aber. Wir wollten einfach ein Haus bauen. Die Gruppe ist nur so stark wie das schwächste Mitglied. Wirklich? Warte mal, wo ist Bram? Ich glaube, ich muss ihn mal eben ins Bein schießen. Warum willst du mir jetzt wieder auf den Sack gehen? Weil du so langsam warst. Ja, weil Bram und Peter zurückgekommen sind für Sepp. Kann man den mal auch mal. Ja, nur am Motzen. Weißt du, Peter ist ein richtiger. Peter bringt mir seine Hand. Greift mir seine Hand. Ja, genau. Ich hab mal wieder aufgehoben, nachdem du dich hast abschlachten lassen. Ja, damit ich endlich wieder schnell laufe. So wird's dir gedankt, Bram. Ja. Lass hier mal liegen, ist kein Problem. Ist schon hart. Also ich versuche, Christian zu beschützen. Ja, ich komme ja schon. Da ist ein Golfkart. Bei My Hero Academia trainieren die auch gerade, wie man Leute in der Not rettet. Es ist super und dunkel. Da muss man ja, nett auf die hier einreden. Wir Lager aufschlagen. Und nicht sagen, hier komm, du Buddeln, Kackstück, beweg oder? Dich. Hier waren wir schon. Oh mein Gott, Leute, hier sind wir schon gewesen. Ja, wieso haben wir da kein Zelt dann aufgebaut? Ja, das mache ich jetzt. Machen wir jetzt. Hier ist die Luke, ich mach wo wir kurz reingegangen Chris. Sind, die wir aufgebuddelt Mann, haben. Können wir dann okay, können wir dann da gleich kurz schlafen wenigstens? Ja, ich war ja ein gut investierter Spaziergang jetzt. Ja, aber gut, dass wir da jetzt ein Haus bauen können. Dann können wir da war eh nichts zu sehen. Mal eh keine Dunkelheit. So, ist da. Man bleibt länger hell dieses Mal sogar. 18:02 schon. Hell. Ja, ja. Die Uhr wird auch bald umgedreht. Ich sehe alles. Jedes Detail. Aber mal, jetzt okay. 18:05 Uhr. Scout mal, wo wir als nächstes hingehen. Oh Gott, hier ist ja Berg. Hm. Also Berg ist ja. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Also wir haben entweder die Höhlen noch oder wir gehen zu dem nächsten blinkenden Ding, das ist weiter im Osten. Das ist aber ganz schön. Peter, hinter dir ist ein Dude, der möchte ein bisschen an dir knabbern. Ja, aber das Gute ist, Sebastian, hier ist die Meta, sich nicht mit dem da irgendwie zu beschäftigen. Wir wollen ja nicht mehr umbringen, als wir müssen. Wir sind ja gute Gäste. Kevin hat sich hier gerade einfach hingelegt. Ja. War schon wild. Ja. Ich bin gerade am Essen! Ich hab Blätter eingesammelt mit meiner Schrotflinte. Hey, hast du den Schrei bis hier gehört? Ja. Okay. Wo ist er denn? Are you ready? Hier, bei mir. Nee, das ist noch ein neuer. Ja, Leute, pass auf, auf, Christian, der greift. Alter, da, da! What the fuck? Was, ey? Alles klar. Wie viel Muni hat? Alter. Ist hier noch einer? Mal, hätten wir nicht einfach jetzt? Unten in die Luke gehen können? Nicht mehr. Nein, wir gehen jetzt hier schlafen. Stimmt, wahrscheinlich in die Luke auch im Bett, ne? So. Wenn man war doch da, wo die Sprengler alle waren, oder nicht? Wer ist ins Feuer gelaufen? Oh shit, ich bin im Feuer. Einfach ich schlaf einfach schnell. Holy shit. Ah, ja, dann brennst du nicht mehr. Ah, scheiße, ich brenne immer noch! Ah! Warte, ich schieß dich aus. Wer schießt dich? Ich schieß dich aus. Da ist wer in den Bäumen? Okay, also wir könnten jetzt, wie gesagt, wir gehen jetzt entweder, können wir die Berge gehen oder wir gehen auf die andere Seite der Insel zu dem nächsten blinkenden Ding. Boah! Ja. Wir wollten die blinkenden Dinger abgehen. Ich bin fürs blinke Ding. Ja. Ich bin dafür mehr Vögel aus dem Müll. Hey, ist Gollum! Öffner. Oh, nee, Nudeln. Gollum! Dosenöffner, ja. Was geht aber ab? Warte mal, ist der jetzt... Opa! Der isst jetzt die Dosennudeln? Boah! Oh, du hast ihm seinen Kopf abgeschossen, mehr. Alter. Holy shit. Weg von meinem Essen. Oh, warte mal, ich kann einen Kopf tragen. Ich kann echt empfehlen, auch mal so ein bisschen Tontaubenschießen zu machen. Das ist echt. Ich hab vergessen, dass wir Waffen haben. Ich weiß, ich muss sie doch zuordnen. Ach so, warte mal, die Waffen hast du vergessen, als ich die ganze Zeit mit der Schrotflinte umschieße. Nee, davor, als wir doch die Sachen zugeordnet haben. Wir haben dich schon beschützt. Das ist jetzt Mist. Also der nächste grüne Punkt, der ist tatsächlich ein bisschen weiter weg. Ja. Also, let's go. Aber ich bin fresh, ich bin fit. Ach so, ich bin fresh essen. Und fit. Oh, ich muss erstmal was trinken, ja. Ramennudeln. Mmh, ja, aber ohne Wasser, Christian. Das so. Dass die crunchen richtig. Oh, stimmt, und die machen dann auch gar nicht so viel Essen. Nee, ich weiß nicht, kann man die mit Wasser kombinieren? Oh, warte mal, kann man das kombinieren? Nein, jetzt hat die wieder gegessen. Oh, ist doch einfach das fette Mehl. Alter. Vielleicht haben die keine Meals mehr. Katzenfutter war auch nicht schlecht. So. Das ist halt wieder so ein auf Christian drauf. Also, ich bin auf Full Energy. Let's go. Ja, Dito. Ja, warte doch mal kurz hier. Das ist let's so, go. Jetzt. Guck mal, sind alle bereit hier. Jetzt sind wir alle bereit. Okay, ich habe noch nicht den Punkt gesehen. Ich folge Jay. Ja, du musst nur maximal rauszoomen, dann siehst du den. Ja, ich habe das Ding nicht in der Hand. Ich verfolge euch einfach nur. Heute bin ich einfach nur. Du kannst aber die Shotgun und das Ding in die Hand nehmen, Peter. Ach, das ist ja einmal am Berg entlang hier. Ja, also, ja. Sollen wir mal versuchen, oh, warte, genau, lass uns so das Seildings machen. Warte mal, wie geht das? Oh, da hoch. Finde ich gut, da hoch. Ja, ich so Seilgewehr. Alter, ich zitter. Nee, guck mal so. Da rechts, Jay, da kommst du besser, glaube ich, hoch. Wenn du da rechts, genau da, wo ist denn entzielt? Und up. Kannst du den... Und jetzt machen wir den hier fest. Alter, Leute. Mega. Also jetzt ab dafür. Abfall. Das wird niemals funktionieren, ihr Feier. Mega, das ist richtig gut. Ach, Quatsch. Oh, das war aber nicht hoch genug, Christian. Das war nicht nein! Hoch genug. Tschüss.
Ich bin am weitesten gekommen, ich würde sagen, die Challenge habe ich gewonnen. Ja, aber Sepp, pass auf, von hier oben machst du jetzt den nächsten Seilwerfer, der dann da oben hingeht. Machst du oder ich? Ich kann hier auch, Moment. Moment, aber zu Jay muss ich erstmal kommen. Er ist jetzt hier belasten, Moment. So, auf den mache ich jetzt da oben an den Baum. Geht er dann in den Baum? Und hier easy game, oh, lol. Easy game. Christian, ich glaube, das hat nicht funktioniert. Ach so, an dem da Baum. Nee, nicht runter! Nein! Ach komm! Das Problem ist, Spiel! Du hättest das machen müssen, weil mein voriges Seil hat sich. Ihr könnt das auch an einem Baum machen, ne? Ja. Ach so. Ja, Christian hat das woanders hingemacht, das ist ja nicht. Ja, dafür nicht zugehört. Ich bin tot. I like it. Ich bin tot. Ich finde das schon sehr witzig. Ey, kann mich einer holen? Ui. Ja! Geschafft. Stark, Chris. Du liegst hier unten. Lol. Hallo? Ach, du bist doch wirklich. Lol, wie ich hab dich gekillt. Hier steht. Weißt du, er sagt hallo. Jetzt mach doch mal den Noob hier. Weiß ich nicht. Dankeschön. Komm, hoch mit. Chillt er sich da einen ab, ey. Ich hab versucht, an das andere Seil ranzukommen, oder hat nicht funktioniert. Bist du mal auf die Idee gekommen, von hier oben Seil da nach ganz unten zu machen, um die hier hochzuholen? Ram genau das Seil in die andere Richtung. Perfekt. Du kannst einfach von einem Seil zum nächsten. Ja. Nein, die soll schon ihre Adventure-Map machen. Warte. Du musst nicht springen, Sepp. Du musst nur E-Spam. Ja. Nein! Ich bin tot. Nee, du hast. Ey, ich hab E gedrückt! Ja, du darfst aber am Seil nicht. Ich glaube, wenn du E am Seil drückst, lässt du los. Nee, ja, soll ich hier, wie soll da, ich dir jetzt. Da stand helfen? Am Seil, drücke E und ich habe E gedrückt und dann hat er einfach gesagt, nee. Tja, wir sind nur noch zu dritt, viert. Ja gut, also welches Mitglied das schwächste Mitglied ist. Kannst du nicht, kann ich einfach jetzt hier mit den Seilwerfer in die Hand nehmen und dem so ein Ding da runter. Kannst du das nicht? Ich hab schon zwei geschossen, Peter. Wo ist dein? Bram, ich nehme das jetzt wieder zurück. Ja, du bist kein egoistisches Arschloch. Du bist der Einzige, der mir geholfen hat. Dankeschön. Mega. Niedrige Gesundheit, ich muss kurz was snacken. Oh, warte, pass auf, Freunde. Warte doch kurz, dass Peter das Ding hier oben hinmacht. So, pass auf. Und zwar irgendwo da unten an dem Baum und dann machst du hier oben. Ich hab leider nicht mehr so viele Viagra-Pillen. Hier oben an dem Baum. Du kannst dir auch Gesundheit craften, Sepp. Ah, okay. Da müsst ihr drankommen, oder? Wo? Moment. Wenn wir hochgehen? Nee. Ja, ihr müsst. Ja. Achso, warte. Ich dachte, ich bin schon am Weg nach oben. Peter. Oh Gott. Ja, und jetzt musst du da runter. Perfekt. Und hinter dir. Du stehst an dem richtigen Seil. Ja, mega. Du bist exakt den richtigen Weg gelaufen. Da, guck mal, awesome. Du haust jetzt aber gegen die Kante, glaube ich, oder? Alter, ja, das tut man. Er ist da. Können wir die alten mitnehmen? Ram, ja, Bram macht halt immer den alten Weg vielleicht noch. Oder? Oh nein! Ja, aber du stehst am richtigen. Du stehst am richtigen. Da kannst du hoch. Den hab ich gemacht, genau. Das ist schön lustig. Alter, ist das dumm, ey. Ja, jetzt kommt gleich geschafft. Ja. So, und jetzt müssen wir gleich hier wieder runter. Nimm meine Hand! Jawohl, ja, sehr gut. Nimm jetzt mal ich eure Seile mit, den Jungs. Berg hier, wo nehmt doch die Seile mit, dann können wir das nachher nochmal benutzen. Geht das? Ja, natürlich. An den Haken einfach. Ja, gut, an den Haken, ist, ich hab die so hochgeschossen. Dann geh nochmal runter, Peter. Ja, nee. Ihr dürft euch gerne meine Seile holen. Kam ich nicht dran. Meine Seile. Ich weiß, wie weit James schon wieder weg ist. Ja, ich hab hier den Seemeer angeguckt und die Schildkröten du läufst aber in die Fall, also du läufst aber nicht straight Richtung Punkt, ne? Ja, weil das nicht so einfach ist. Also ich kann bisher easy dahin laufen. Ja, lauf mal straight Richtung Punkt. Da rechts ist ein Berg, aber aktuell. Aber man kann auch rechts vom See laufen. Du kannst ja hier den Hügel hochlaufen, das ist ja kein Problem. Jay hätte auch zugeben können, dass links einfach super viele Schildkröten waren, die der alle snacken wollte. Jay, du kannst hier hochlaufen. Oh, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ja, dann komm ich hoch. Wie heißt denn das? Das hab ich nicht gesehen. Irgendeine, hieß das nicht immer mit Zunge? Weil das früher mal so ein Lawinen-Ding war? Gletscherzunge? Gletscherzunge, ja genau, irgendwie sowas. Richtig geile Aber vor allem kann man doch da oben dann endlich den Schlitten ausprobieren. Also ich habe immer noch keinen Schlitten. Mega. Das stimmt, wir können gleich endlich mal Schlitten fahren. Ja, mega. Du bist auf Jay. Hallo, bist auf Jay. Ja, vielleicht kann Jay aber mitfahren, als wenn nicht zwei Leute auf so einen Schlitten passen. Oh, der Regen ist ja geil laut. Was? Hä? Aber das ist gut, dann hören die anderen uns nicht. Stimmt. Also, ob man wohl wirklich bis nach ganz oben auf das weiße Teil kommen kann? Ja, also mit dem Seilwerfer doch bestimmt. Also ich habe bei einem Ureinwohner gesehen auf seinem Twitch-Channel, dass man bis ganz nach oben kann. Einem Ureinwohner? Was ist denn der Ureinwohner? Ja, hier einer von den Leuten, die wir hier getroffen haben, die wir immer abschlachten. Ich dachte, du meinst Dalu als Ureinwohner.
Nee, Erik. Warum ist Dalu denn der Ureinwohner? Wieso ist Erik nicht der Ureinwohner? Können wir hier weiter hochversuchen? Also, oder? Wenn ich sagen würde, jemand, der naturverbunden ist, wäre Dalu der letzte Mensch auf der Liste. Gehen wir weiter hoch? Peter sagt, wir gehen weiter hoch. Peter rechts von diesen Freunden, aber die sind egal. Okay, ihr geht weiter hoch, ich trau dem nicht. Ein bisschen doof. Und da. Hier lebt ihr hier oben. Das ist ja unpraktisch. Die Challenge nehmen wir an. Oh, ist der geflohen? Mal gucken, wer er am Punkt ist. Ich glaube, hoch ist eine scheiß Idee gewesen. Max, Peter, wir benutzen gleich den Schlitten und alles gut. Boah! Auf der Schlitten, der könnte dann mit dem Schlitten runterfahren. Wir machen jetzt wirklich Bergsteiger. Ich will jetzt auch wirklich also da... Also ganz da oben. Gerade hoch. Nee, nicht ganz einfach nach oben, sondern schon so den Weg, den wir gehen müssen. Aber wie geht denn das? Ja, aber weil da gerade auslaufen. Guck mal, wie steil das du ist. Du kannst einfach hier hochlaufen. Hoch. Wie dumm ist das denn? Also ich könnte hier mit meinen Sandaletten nicht einfach hochlatschen. Also selbst mit dem Snowboard wäre... Also das ist ja... Beim Snowboard da hochlaufen wäre, glaube ich, richtig anstrengend. Ja, wäre richtig doof. Mir ist kalt. Alter. Ja, das war ja irrelevant in dem Spiel. Ja, zieh da deinen Kapuzenpulli an. Alter, what the fuck? Ich bin der Bergzieher. Guck mal, Peter, das ist doch ganz einfach, wie man hier hochkommt. Mäh. Als ob ihr da so hochkommt. Kannst du auch die ganz komplett gerade Wand hoch? Nee, die Wand geht fast gerade hoch. Nein, nicht ganz. Ah, hier nicht mehr. Mm. What the fuck? Ja, scheiße, wie mal gehen wir denn jetzt weiter? Ja, Peter, Seilwerfer, darüber. Hä, hey, du kannst auch vorher einfach abbiegen, oder? Das ist ja insane, Alter. Wie steil kann man denn hochlaufen? Das ist ja aber mega lächerlich. Wir sind jetzt lächerlich. Ein bisschen vom Weg abgekommen, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, aber wir wollen aber ja gleich egal, wir können ja runterrutschen. Aber ich krieg da keinen Punkt. Du rutscht. Ja, ich muss noch ein bisschen rutschen. Okay. Dir ist kalt, mache ein Stückchen mit Feuer. Wo mache ich das Ding denn jetzt fest? Ja, am Boden. Wand? Ich halte. Auf am Boden. Ja, aber ich... Geht das? Warum nicht? Ach krass, mir ist immer noch kalt, obwohl ich den Kapuzenpulli anhab. Ja, kein Problem, Freunde. Mach bisschen Aua gegen den Baum und dann läuft man jetzt hier hoch. Wenn wir jetzt nicht mit dem Scheiß schlitten. Nein, ich bin abgerutscht. Ach komm, ey, der hat losgelassen. Das ist ein bisschen fucking glänzend, ne? Wie unfähig kann man heute sein? Er ist ganz schön ungemütlich hier oben, muss ich mal sagen. Und jetzt stirbst du selbst das Pech. Ich bin tot. Nee, ich bin nicht tot, ich bin nur sehr tief gefallen. Warte, guck, ich glaube einfach den Berg. Was macht ihr da eigentlich für einen Scheiß? Man braucht gar nicht diese Seilwinde. Warum macht ihr bei mir keine Fußspuren? Ja, wir haben den dickeren See. Wir haben Schnee. Ihr habt den dickeren See. So, wo ist jetzt der scheiß Schlitten? Der geht ein bisschen runter. Ohne Scheiß, ich nehme jetzt auch den Schlitten. Ja, aber wo Alter, ist der? Alter, ich erfriere. Um links, glaube ich. Habt ihr auch schon so eine grüne, also so eine blaue Anzeige neben eurer... Das ist die 8. Ausrüstung. Stimmt, die Ausdauer geht runter dadurch. Moment, wie mache ich denn das jetzt? Ich weiß nicht. Also Christian hat auf jeden Fall einen schönen Schlitten in der Hand. Pack den mal so durch die Gegend, das ist gar nicht anstrengend. E? F? Warte mal, probieren wir auch. Das ist doch auch hier nur so ein Plastikzeug. Jawohl, ich sitz drauf. Wie hast du das gemacht? Ja, ich komme jetzt erst. Sorry, ihr müsst auf mich warten, Jungs. Ja, aber sag doch, wie du das gemacht hast. Springen und Linksklick. Boah, wie bei Zelda. Oh, los geht's! Nein, ich bin runtergegangen! Boah, ist das schnell, Alter! Leute, wie schnell seid ihr denn? Oh, shit! Aber wieso? Wieso? Yeah. Oh mein Gott! Holy shit, seid ihr schnell! Als ob ihr mich jetzt so krass eingeholt habt mit den Dingern! Ich kann nicht mehr steuern! Ach du Scheiße, diese Bäume. Ich fahr einfach durch die Bäume durch! Wie steh ich wieder auf? Der ist wieder aufgestanden. Linksklick loslassen! Oh mein Gott, Leute, ich. Das ist ja wie Bingo hier. Ich lauf den Berg da hinten wieder hoch, um auf der anderen Seite runterzufahren. Alter, dann Wasser einfach hin? Runter. Ich glaube, du kannst halt gleich nicht mehr steuern, wenn du einmal. Ach, da. Die Richtung, okay. Das ist ja mega. Boah, war das dumm, Alter. Das war nice. Die maximale Geschwindigkeit einfach. Alter, das war wirklich. Dass wir den gedruckt haben, das war sinnvoll. Ja, also Jay verpasst nichts. Ach du Scheiße. Ich frag mich jetzt nur, legit, ob man das halt auch machen können, wenn es einfach bergab geht. Jay, wieso sagst du zweimal ab? Wieso sagst du dreimal ab? Nee, du bist zu langsam. Ja, Jay möchte da dem irgendwer Aufmerksamkeit schenken. Ja, tue ich aber auch. Scheiße. Ja. Ja. So, springen wir jetzt einfach die Klippe hier runter. Ja, natürlich, Sam, auch mit den Schlitten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Geronimo! Abfahrt! Leute, ich fall durch die Welt! Ich bin durch. Ich bin durch die Welt gefallen. Ich fall ciao, Jay. Ich bin, Alter, ich bin echt den... Christian ist wirklich bis unten Ich bin den ganzen Berg runter, Leute. Ja, ich auch. Let's go! Da kommen ich fall auch ein bisschen. Du machst keinen Fall... Ich bin gebaut. Du kriegst keinen Fallschaden. Ja, du kriegst keinen Fallschaden. Ich hab mega Fallschaden bekommen. Komm mal. Ja, aber nicht mit dem Schlitten, Jay.
Da kommt der hat lächerlich. Guck mal, da kommt der Boing. Hey, Freunde, was geht ab? Da kommt Bram. Okay, boah, Alter, bist du gebounced. Boah, ist das dumm. Und Jay, ja. Guck mal, was macht der Jay da oben? Jay, hey, kommst du jetzt? Also. Wo ist der? Ach, ja. Soll ich dir eine Dingens hochmachen? Der hat das selber ein Seil. Der könnte doch auch einfach eine runter machen. Spring einfach runter, wir heben dich auf. Da kommt er. Nein, hier, ich bin in dem Indiana Spiel Jones. Noch nicht einmal gestorben. Das will ich auch beibehalten. Ja, ich auch noch Indiana nicht. Indiana Jones. Also, so, du hast doch noch keinmal down. Das stimmt nicht. Ich war noch keinmal down in dem Spiel. Ja. Ah. Ich noch nicht. Ich war auch nicht was down. Ich bin aber direkt umgefallen. Ja, okay, ich bin auch so gestorben. Moment, wie geht's noch ein bisschen nach unten, oder? Ja, wir müssen noch ein Stück nach links. Also, ich muss sagen, ich finde das eine absolute Frechheit mit eurem Schlitten. Ja, wir bauen dir auch ein, wenn es geht, beim nächsten Mal. Ja, geht's mal auf den Strand. Hau rein, Junge! Ey, du kannst aus dem Wobbeln, ich schieb dich noch ein bisschen an. Jawohl, Junge, du kannst einfach überall runterfahren. Als ob ihr mit dem Schlitten überall fahren könnt. Was ist hier denn? Ey, sind Affen! Geht's. Sind da Hunde? Affen! Und Golf kann man hier spielen. Was ist das für ein Wind? Guck mal. Ist hier ein Golfplatz? Hier ist so ein Wind. Ja, hier ist ein Golffahne. Aber hier sind ja die ganze Zeit Golf. Karts, also macht schon Sinn. Was ist das denn hier schon einer? Oh! Da habe ich mir erschrocken. Ja. Der ist, guck dir das mal an, der ist eingepackt in so Blättern. Ja, ja. Die haben teilweise an ihrer Brust drauf. Meinst du, dann schreckt den ab, da nicht seinen Kollegen? Nee, okay. Also ich muss sagen, der Wettereffekt ist ja cool, aber spielrelevant scheint er nicht zu sein. Du bist nass. Doch, das richtig. Eis hat die Ausdauer geschrieben, oder? Ja, aber das jetzt, du, der Sturm jetzt. Wenn du Hunger oder Durst hast, hatten die geschrieben, ist okay. Dann auch noch nicht so. Ich würde jetzt gerne einen Golfschläger ausgraben. Ich hätte jetzt gerne diese Kopfhörer, die man im Helikopter anhat. Wir müssen buddeln, Freunde. Ja, buddel mal. Ah, ich habe die Schaufel noch nicht. Das war ein lustiger Weg. Das war echt ein lustiger Weg. Ich habe die Schaufel noch nicht. Leute, da sind noch welche. Leute, wo kommt der Gegner her? Hallo? Keine Ahnung, wo der herkommt. Ja, echt, was verpisst dich da? Ah, ich hab nur gefunden. Rüstung. Mega geil. Buddel hat sich schon gelohnt. Und ein Stein. Ist das wieder Maintenance-Ding? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist echt lost einfach nur. Schieben wir uns das gegenseitig wieder zu? Nee. Ja. Ja. Das sind Drogenpäckchen, die hier drin sind. Knochen. Da! Ja. Da! Ich hab eine Schatzkiste. Maintenance. Wieso haben die eigentlich ihre eigenen Eingänge zugebuddelt? Das macht irgendwie nicht so viel Sinn, oder? Das sind doch nicht deren eigene, wenn du nicht willst, oder? Die ja da findet, oder? Ja, von wem denn sonst? Das sind natürliche Löcher im Boden. So, mach mal auf die Kiste hier. Achso, warum hat der beide doppelt auf? Alter, beide synchron. Stimmt. Passt. Alter, was passiert hier? Ich glaube, der hat die Hand abgehakt. Sepp hat einfach eingehauen mit der... Ich glaube, der hat falsch gebuddelt. Mhm. So. Boah, endlich ist. Und das Geräusch ist doch direkt besser. Ja, deutlich. Alter. Hat Sepp gerade schon wieder reingehauen. Nein! Gar nicht, ich bin auch die Treppe runtergelaufen. Easy. Boah, Alter, hier drin ist viel besser von der Soundigkeit her. Die Soundhaftigkeit ist einfach 10 von 10 gut. Ich hätte gerne eine Lampe auf meiner Shotgun. Oh. Da muss ich gleich mal gucken, ob das geht. Das geht. Wir haben doch eine Lampe. Ja. Wait. Ja, Revolver! Die Raumaufteilung hier kenne ich doch. Hier ist nur noch nicht fertig gebaut. Ja, Revolver. Ja, kann ich mich noch gut dran erinnern. Die sind hier noch dran. Jo. Ja, doch, kann ich wirklich. Fuck you. Aber diesmal ist hier hinten nix. Eine Bohrmaschine. Hier war ein Badezimmer. Ja, stimmt. Ja. Da war so ein Vieh im. Nein. Oh nein, Leute, du hast halt auch genommen. Ach ja. Alter. Ja, aber guck mal, es gibt diesmal keinen nervigen Sound. Aber hier ist ja doch vielleicht was hier hinten. Das ist der Unterschied. Hier waren die Babys. Ja, ich meinte auch mit aus dem Raum. Ja, ja, okay. Ja, gut. Hier ist ja schon wild, dass das genau derselbe Raum ist. Ja, aber die haben unterschiedliche Bunker, also die gleichen Bunker auf der ganzen Map verteilt. Jay, ich habe ein bisschen Druck. Wir haben hier einen Druckerharz gefunden. Vielleicht können wir dir dann so ein. Aber hier ist halt noch nicht fertig. Hier ist halt noch kein Drucker, ne? Hier ist kein Drucker, ja. Hier ist generell gar nichts außer der Revolver. Ein Druckerharz nehme ich aber auch mit. Na gut, dann will ich mit dem Revolver, wenn ich eine geile Shotgun habe. Na ja, gut, aber wenn du keine Muni mehr hast. Sehen? Nee, wahrscheinlich nicht. Dein Essen brennt an, Sepp. Ja, ich komme. Nee, das brennt nicht an. Das wird doch gut. Also, wir hatten ja auch schon eine Pistole. Hm. So. Was ist denn der? Ich mach mal einfach nochmal ein Katzenfütterchen.
Okay, wir sind hier. Hier ist quasi nur der Revolver wichtig, oder? Nehme ich schon. Also, ja, genau. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Oder wir haben schon die Sachen gefunden, keine Ahnung, vielleicht so eine Keycard oder so ein Quatsch. Essen. Oh ja, Crunchy One Cheese. Gut vorstellen, dass hier irgendwie der Wartungs-ID-Card auch theoretisch Crunch, gewesen wäre. Ja, könnte sein. Auf jeden Fall, für uns ist hier nichts mehr außer der Revolver, würde ich sagen. Nee, auch. Erstmal was trinken, Leute. Das ist wichtig. Nur von der anderen Seite. Ja, aber das macht gar keinen Sinn. Ja, ich weiß. Ja, doch, das macht doch wohl Sinn. Die Treppe geht halt nur. Macht gar keinen Sinn. Aber dann würde ich hier draußen schon mal. Wo willst du denn da jetzt hinklettern, wenn du auf der anderen Seite bist? Ich wollte auch gerade sagen. Da müssen wir ein Zelt bauen. Oh Gott, wieso ist das so laut? Ich merke das gar nicht. Ich habe auf der anderen Seite, von der unlogischen Seite, konnte ich hochklettern nur. Ach so. Okay, der nächste grüne Punkt ist da am Strand, hätte ich jetzt gesagt. Und ja, danach haben wir den. Bram will Zelt bauen, damit wir wissen, dass wir schon mal. Wer wird denn sowas? Das wäre ja gar nicht smart, Mann. Weißt du, Alter, ich will die Kugel abschießen. Kann ich dir helfen dabei, Bram? Ne, mach's schon. Okay. Wo sind denn jetzt hier mal so ein paar Eingeborene, wo ich meinen Revolver dran testen kann? Ah, mega. Hier sind Vögel. Da ist einer, der hat so einen weißen Tuxedo an. Speichert dann hier direkt mal, wa? Guck mal, Jay hatte keinen Tod, ne? Das soll so bleiben. Ah. Seid ihr ready für weiter? Relativ nah am Strand dann jetzt, wa? Achso, meinst nicht schlafen. Doch, speichern. Nur speichern. Gehen wir dann zum Strand? Ja. Let's go. Der nächste Punkt. Alter, weißt du was? Wir können nicht benutzen. Also, meinst du? Wir können jetzt sofort hier wieder runterjumpen einfach. Ja, können wir. Oh Mann, Alter, ey. Ich bin direkt auf die 9 oder so. Ja, ich hab mir dann auch auf die 0 gelegt. Auf die 8 gelegt. Und reicht selbst diese kleine hier reicht? Oh nein, Christian. Wubbeln. Boah, nee, hat auch nicht gereicht. Wubbeln hat nicht gereicht. Okay, jetzt hier aber. Das hier reicht. Das reicht. Scheiße. Was ist das hier? Das ist ja weniger als bei Witcher. Ganz ehrlich. Ja, stimmt, die Bäume, die biegen sich. What the fuck einfach. Ja. Eichhörnchen. Okay, das mit dem. Also, kannst du besser laufen, glaube ich, gerade. Ah! Da ist einer! Komm her! Wo? Hat keine Ausdauer. Der hat nur so komisch geschrien. Ah, ja. Irgendwo rechts von mir gehört, aber ich sehe die Leute nicht. Ist er am Baum? Nee. Ja, ich meine, ist ja auch echt bunt so. Ist hier richtig herzig. Da links ist doch einer. Hier sind doch überall welche in den Bäumen. Habt ihr alle Kartoffeln auf den Augen? Ja, oder, aber die interessieren mich nicht. Genau, ich bin da absichtlich aber doch vorbeigelaufen. Oh, oh, Christian. Gleich ist er wieder tot, ich sage euch. Ich meine, Christian ist ja auch hier am Spawn. Also, du musst dir mit dem Revolver schon zweimal in den Kopf schießen, sonst. Nee, einmal reicht. Wie crazy sind die denn? Ja, drauf? Die sind halt dumm. Oh Gott, und deswegen brauchen die ihren Kopf nicht. Meinst du, bei mir braucht man 4 Schüsse? Ja. Oh, hier wird wieder runtergegangen. Okay, ist rechts vielleicht die falsche Entscheidung gewesen? Wieso? Nein. Ich weiß nicht, Jay ist links gelaufen, aber ja, weil ich ja keinen geilen Schlitten hab. Ich wollte gerade sagen, Peter, wenn es runter geht, immer Schlitten. Hier, ja. Linksrum Schlittenpfad für euch. Ja? Ja, aber rechts seid ihr höher und dann kommt auf jeden Fall auch. Rechtsrum geht halt auch, aber linksrum geht halt auch. Oh mein Gott, der sieht perfekt aus. Oh mein Gott, ist der perfekte Path. Oh, warte. Hier ist schon Dorf. Oh, guck's dir an, Peter, Junge, als wenn gemacht wäre für uns. Aber sowas von 10. Au, ich bin voll gegen den Baum gefahren. Okay. Man bounced voll an dem Baum ab, ne? Boah, hier ist er wirklich perfekt. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Hier ist gar nichts in dem Dorf. Oh. Wie ist Bram da runtergekommen? Ich bin zu dumm, das Ding zu benutzen. Er ist doch nicht so simpel, Fehler. Hier müssen wir runter. Jedes Mal an dem Scheißbaum bleibe ich hier stehen. Hey, Leute, nee, ihr müsst einfach weiterlaufen. Jetzt können wir hier den Berg wieder hochlaufen. Ich wollte gerade sagen, hast du euch wieder eine Runde? Peter, hier, rechts von dir. Nein, nicht da weiter runter. Ich bin gefangen. Soll ich dir in den Kopf schießen und dir helfen? Nein. Oh, jetzt, ist schlechtes Gefühl. Jetzt laufen wir hier hoch und jetzt geht's gleich direkt wieder runter. Was ist denn das hier eigentlich, wo wir dran vorbeigegangen sind? Ich glaube, hier war mal ein Lager, Peter. Das habe ich kaputt gemacht. Ah, ja, ich sehe Jays Hass in den kaputten Häusern drin. Ach, Mann! Das Ding ist mega geil. Ich hatte, glaube ich, doch den besseren Weg. Scheiße. Ja, sondern hier. Oh, eigentlich? Peter, hier geht wieder. Hier geht wieder. Okay, sehr gut. Wir können aber sofort über die Klippe drüber springen. Ja, wieder im Dreck, oder? Ja, gleich wieder tot. So, pass auf, ich warte jetzt auf dich. Ich bin noch ein Stück hinter dir. Ja, ja, ich warte auf dich. Erstmal. Ja, ja, ich dachte gerade, Sepp hätte mich überholt, aber es war Kevin. Guck dir dann an, Alter! Dann ist ja wohl gemacht für uns. Alter. Boah, Leute, ihr habt da was verpasst. Nice.
Ne, ich sehe dich von hier oben. Oha. Du laberst. Hier ist ja krass. Den Scheiß. Hier ist richtig, richtig so, krass. Ja, guck dir das an. Ja, warte kurz auf Peter. Oh mein Gott. Ich das bin ist da. Ja wohl wie für uns gemacht. Okay, so, aber ne? Bevor wir hier runtergehen, ja, sag ich, ihr müsst nächste Folge wieder einschalten. Ja, toll, ich bin immer da, ihr Pimmelnasen. Ja, das ist doch gut, dann warten wir jetzt auf dich. Ja, genau, bis du da bist. Du beide bist runtergelaufen. Du bist schon an uns vorbei. Oh Gott, Alter, okay. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.